Hallo, liebe Jan, wir haben uns heute schon gesehen. Jawohl. Das Geburtstagslied auf Deutsch. Ja. Und das hat eine geniale Zeile, die wirklich, wo man neidisch werden kann. Was ist es? Was? Sonst sehr vermisst. Das ist okay. Das ist so toll. Гиви, какой день? Спасибо. Гиви, какой день? Какой день? Сколько для нас? Какой день? Гиви! Гиви! Na du, so blass. Ja, gut, schön. Sehr schön, dass du da bist. Guten Abend, Levi. Ja. Guck mal, das wirst du ihm schenken, ne? Oder nicht? Ja, nein, ich sehe dir. Das ist eine Sache. Das ist doch lieber. Ja, das ist doch lieber. Ja, meine Weihnachtsgeorgie mitgebracht. Gibi, den haben wir extra für dich heute geköpft. Ich kenne dich. Und vorher kontrolliert, ob er noch gut ist. Ja, was hat er probiert? Du siehst, er lebt noch. Er konnte ja schon abgekippt sein. Wie Georgien. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Die bist jetzt aber nach mir quatern. Da kann ich mich schief machen. Da war du's. Alles gut. Gibi Gibi hat sich heute eigentlich ein deutsches Essen gewünscht, weil er immer der Zeit, als er in Georgien war, 40 Jahre lang, immer dann zu den Festen, zu Weihnachten, bei den deutschen Familien eingeladen war und das er immer sehr genossen hat, mal einen schönen deutschen Braten zu essen, mit Öl, Kartoffeln, Rotkraut und dergleichen. Man kriegt nicht alles, was man will. Ja. Aber Rotkraut bekommt man schon. Ja, ja. Und was dann? Ja. Wahrscheinlich Jerusalem. Ich träume davon, mal wieder hinzukommen. Und die zweite Liebe. Bei der ersten nur nach. Doch die dritte Liebe, stell den Kopf. Dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld, meine Mordsgeduld. Ach, der erste Verrat kann aus Schwäche geschehen. Was soll das bedeuten? Nee, anders hab ich. Warte. Den die Deutschen in der DDR sagen konnten nach 8 Jahren Russischunterricht. Sie konnten aber nicht sagen, guten Tag, ich habe Hunger, wo ist hier die Toilette? Называй нас. Фигеры. Александр, помоги.
wichtigste ist Alexander Sergejewitsch Pragulowajca. A mi će na verloje što nemoj kraj sa njom. Iza voših staj Aleksandar Sergejevič Pragulovac. Nicht für ich weiß nicht was, dabei ich keinem an die Gurgel geh, dabei dreh ich doch kein Eins. Schreib dich ein. Lila. Ein was? Ein Traum in die Irre. Ach, dein Traum von der Blaublümlein-Welt. Treib dich ja nur in die Irre. Durch Gießen und Todesgeschrei musst du schon. Только славный. На дох. Рубин в камне, только славный. Мама, ты лишь в Хайне. А в войнах, когда на сесте с вас и кольц согнули стену, и ты всегда жизнь свое имя Анри Эйне, как не знаю. Да, sagte er und deutete auf eine Gestalt im Hintergrund des Platzes. Der sagt, er wäre dein Vater. Sprich mit ihm. Ich wandte mich hin und erstarb. Kein Zweifel, mein alter Herr. Sehr eingefallen und zerbrochen, aber unverkennbar er. Ich stürzte auf ihn zu und durch ihn hindurch. Nicht so stürmisch, sagte er. Es war auch genau seine Stimme. Ich bin ja nur ein Geist und kann dich nicht umarmen. Alter Papst, schrie ich, Mensch, was haben die nur mit dir angestellt? Ist es wahr, dass du im KZ starbst? Er nickte. Es ist schon vorbei. Ade, Guter, gedenke mein. Ich blieb wie geblendet zurück. Der Himmelsbogen des Theaters schien auf mich herunterzukommen. Das Schloss stand schief und die Lanzenspitzen der Wachen, es waren Originalbuch- und Versweltpersonen, zeigten erdbodenwärts. Komm zu dir, hörte ich Hamlet neben mir sagen. Er gab mir sein Taschentuch und fragte, nun, was gedenkst du zu tun? Wirst du ihn rächen? Was? Stotterte ich erblassend. Rächen? Meinen Papst? Eher gleichmütig. Na ja doch, ist vielleicht kein Grund da zur Rache. In meiner Tragödie erscheinen nur gemordete Vätergeister, welche gerecht werden müssen. Nach einem prüfenden Blick auf mich. Müssten. Hör zu, erkläre ich ihm krampfhaft lachend. In der realen Welt kannst du heute keinen Vater mehr rächen. Räche ihn in der Buch- und Verswelt, fiel er mir ins Wort. Tu's wie ich, suche Vergeltung in einem Stück. Ja, und seit vorgestern weiß ich nicht, was machen. Hamlet sein oder nicht sein.